bin Locke, ich komme aus Hamburg und ich habe gehört, dass hier um die Ecke wohl eine Demo wäre. Freunde von mir haben mir auch gesagt, dass irgendwie eine Sitzblockade irgendwo hier laufen soll. Da wäre wohl auch die Polizei schon mit Helikopter aufgefahren. Ja, aber mehr genau weiß ich auch nicht. Hamburg will bis 2050 klimaneutral werden. 400 Maßnahmen, 10 Milliarden Euro Gelder. Doch was erstmal beeindruckend klingt, ist leider Augenwischerei. Dass Hamburg bis 2050 klimaneutral werden muss, das ist viel, viel zu spät. Die Regierung und die Medien müssen die Wahrheit sagen. Die Wahrheit über das volle Ausmaß der ökologischen Krise. Wir saßen bei Flut am Strand und bauten Bogen aus Sand. Der Klimawandel wartet nicht, die Zukunft wartet nicht auf uns, wir müssen sie anpacken. Wir waren so weit, doch das Wasser war kalt. Meiner Meinung nach sollte die Politik aufgerüttelt werden. Vor dem Ende, da kam noch die Wende. Man könnte in ihren Alltag eingreifen und ein bisschen rebellieren. Im Raumgelände, also hebt eure Hände und zeigt uns, wer ihr seid und wo ihr hingehört. Spürt ihr das Blut in eurer Nadern? Jetzt kommt unsere Zeit. Könnt ihr mir sagen, wie lange sollen wir noch warten? Ich will hier starten, wenn der Split alle ist. Ich komme gerade von der Arbeit aus der Hafen City. Hab die Arbeit jetzt unterbrochen, weil das hier eben wichtiger ist. Wir müssen auf den Notstand aufmerksam machen. Wir müssen die Leute aus ihrer Komfortzone herausholen und darauf aufmerksam machen, dass die Zeit abgelaufen ist. Wir gehen davon, doch das Ziel ist im Weg. Kann man das nicht anders machen? Leider nein, ich habe es lange versucht. Ich habe viele Petitionen unterschrieben, ich habe auf einigen Demos schon gestanden, aber es bringt leider nichts. Man muss etwas doller und deutlicher werden, leider. Wir betreten Neuland, es ist ein Neuanfang. Keine Zeit vergeuden und auch nicht mehr verleugnen, dass wir auf dem Weg sind. Kann ich bleib zeigen, was wir leben auf diesem Planeten und wir sollen natürlich auch für andere Menschen, für jeden anderen Menschen und für die nächste Generation weiter das gute Thema beibehalten werden. Ne? Letzte Woche, am 9. Februar, wurde am Südpol über 20 Grad gemessen. Noch nie war es jemals dort so heiß. Das finde ich scheiße. Das sind System dieser Gesellschaft Verbrechen. Wir müssen viel mehr für die Klima und für die Menschheit tun. Ich bin so, ich finde, diese Aktion soll jeden Tag stattfinden. Jeden Tag. Nicht 100 oder 200, 100 Millionen am Tag stattfinden, weltweit. Ich bedanke mich.